In diesem Video habe ich die wichtigsten Informationen zur Blauzungenkrankheit zusammengestellt und die wichtigsten Fakten, die sowohl für die tierärztliche Tätigkeit als auch für den Tag X in der Prüfung relevant sind. Zur Blauzungenkrankheit ist zu sagen, dass es ein Virus ist, was über Vektoren übertragen werden kann, wie zum Beispiel die Kolikoides. Das sind Arthropoden und deshalb handelt es sich bei der Blauzungenerkrankung auch um ein Arbovirus. Dann die Spezies, die betroffen sind, sind Schafe, Ziegen, Rinder und die Wildwiederkäuer. Das Virus der Blauzungenkrankheit gehört zur Familie der Rheoviridae und ein typisches klinisches Anzeichen ist das hohe Fieber. Weiterhin ist ein sehr zentraler Aspekt der Pathogenese der Erkrankung die virusinduzierte thrombosierende Vaskulitis. Und diese Vaskulitis, die mit einem Endothelschaden natürlich verbunden ist, ist auch der Grund, weshalb die Tiere starke Ödeme entwickeln können. Also bei Schafen zum Beispiel die Ansammlung von Flüssigkeit extrazellulär im Bereich des Halses als Ödem oft sichtbar. Also wirklich wichtig daran zu denken, dass die Vaskulitis Ödeme verursacht. Wichtige Differentialdiagnosen. Hier sind ein paar Ätiologien genannt, also die Erreger der Maul- und Klauenseuche, der bovinen Virusdiarrhoe, Peste petit ruminant und aber auch Herpesviren, das bösartige Katarrhalfieber sind wichtige Differentialdiagnosen. Und diese Erkrankung Blauzunge tritt ja nicht nur bei adulten Tieren auf, sondern ist auch bei Feten vorhanden, die sich während der Gravidität infiziert haben. Und hier auf der linken Seite mal das Beispiel eines gesunden Gehirns mit einem gut ausgebildeten Kortex und auf der rechten Seite das Beispiel für eine Hydranenzephalie, also eine höchstgradige Erweiterung der Ventrikel, was dazu führt, dass die Ventrikel so stark reduziert sind in ihrer Dicke, dass sie sich nur noch als dünne Häute darstellen. Hier also das Beispiel einer Hydranenzephalie, wie sie verursacht werden kann durch die Infektion des Fetus während der Gravidität. Darüber hinaus habe ich noch mal eine Liste zusammengestellt, die die wichtigsten Viren zusammenstellt, die ähnliche Veränderungen verursachen, um eben auch eine gute Liste zu haben für Differentialdiagnosen. In dieser Liste einmal das Virus genannt, die makroskopischen Veränderungen, die histologischen Veränderungen, welche Spezies betroffen sind und wie die Viren übertragen werden. In Rot dargestellt sind die Viren, die in Deutschland eine besondere Rolle spielen, wie zum Beispiel das Schmallenberg-Virus, Bovine-Virus-Diarrhoe-Virus und die Blauzungenerkrankung. Und auf der zweiten Seite natürlich auch noch Border-Disease-Virus und die klassische Schweinepest. Die anderen Viren sind auch wichtig, spielen in Deutschland aber bisher eine untergeordnete Rolle. Wenn wir jetzt noch einmal ganz genau uns das Blauzungenvirus angucken, kann man hier unterscheiden zwischen den Symptomen, die auftreten bei Neonaten und bei adulten Tieren. Wie wir eben schon gesehen haben, kann es zu Missbildungen im Gehirn kommen, also eine Por- oder eine Hydranenzephalie, ein Hydrocephalus internus und auch Schäden des Kleinhirns. Darüber hinaus können die Tiere Kümmern aufweisen und auch ein zystisches Septum pellucidum aufweisen. Bei adulten Tieren sieht es ein bisschen anders aus. Hier kommt es relativ häufig zu Blutungen und Ulzerationen im Magen-Darm-Trakt, die der Krankheit ihren Namen gebende gestaute und zyanotische Zunge und Nekrosen im Herz- und Skelettmuskel. Ein besonders wichtiger pathologischer Befund ist immer, und das ist auch wichtig wirklich für die Prüfung, sind die Blutungen der Basis der Arteria pulmonalis. Und dann ist ein wichtiger Aspekt die nekrotisierende Meningoenzephalitis bei den Neonaten und die mikrovaskulären Nekrosen, wie wir sie eben schon besprochen haben. Nun ist eine Sache noch wichtig, insbesondere bei den Neonaten, wenn diese Missbildungen aufweisen, ist es kaum möglich, Virus in diesen Läsionen nachzuweisen. Das ist wichtig, sich zu merken, damit auch die richtigen Proben eingesandt werden, was in diesem Fall eben nicht bei Neonaten das Gehirn sind. Und damit waren das die wichtigsten Informationen zur Blauzungenkrankheit in einer